Im Alltag begegnen uns oft kleinere oder größere Fragestellungen und Probleme, auf die wir schnell zuverlässige Antworten brauchen. Es kann zum Beispiel sein, dass wir unsere Reisespesen in unserer Heimatwährung überprüfen möchten. Oder wir wollen verschiedene Szenarien durchspielen, bevor wir uns für eine Variante entscheiden. In solchen Situationen macht es wenig Sinn, einen Programmierer anzustellen, und eine Lösung auf Papier wäre viel zu zeitaufwendig. Stattdessen könnten wir mit einer Tabellenkalkulation selbst eine Lösung programmieren. Das ist einfacher, als es klingt und spart wertvolle Zeit. Veranschaulichen wir uns das an einem ganz einfachen Beispiel. Wir wollen das 1x1 für alle Zahlen zwischen 1 bis 100 schön leserlich in einer Tabelle aufschreiben. Das heißt, wir möchten eine Tabelle, in der alle Ergebnisse von 1x1 bis 100x100 stehen. Das ist nicht wahnsinnig schwer und nach ein paar Jahren in der Schule und mit etwas Zeit sollte das jeder auch im Kopf rechnen können. Aber das Rechnen braucht eben Zeit. Selbst wenn wir unsere 10 besten Freunde holen und die Arbeit aufteilen, dauert es eine ganze Weile, bis wir alles durchgerechnet haben, denn immerhin wollen wir 10.000 Multiplikationen durchführen. Machen wir die Übung lieber in Excel. Wenn Sie möchten, können Sie auch LibreOffice Calc, Google Spreadsheets oder Apple Numbers verwenden. Bevor wir starten, brauchen wir eine leere Tabelle. Als erstes schreiben wir 1 und 2 untereinander in verschiedene Zellen der ersten Spalte. Die Zahlen in den beiden Zellen werden als Werte bezeichnet und jede Zelle in einer Tabellenkalkulation hat einen Wert. Falls eine Zelle leer ist, dann nimmt die Tabellenkalkulation stillschweigend den Wert 0 an. Um die Zahlen von 1 bis 100 zu erhalten, markieren wir unsere beiden Zahlen und nutzen die Mausfunktion Reihe ausfüllen. Als nächstes markieren wir die Zellen mit den Werten von 2 bis 100 und kopieren sie. Nun markieren wir die Zelle rechts neben der 1 und fügen mit Transponieren die kopierten Werte ein. Die erste Zeile und die erste Spalte enthalten jetzt die Werte von 1 bis 100. Nun wählen wir die Zelle rechts neben der 2 in der zweiten Zeile aus und geben ein Gleichheitszeichen ein, um die Formeleingabe zu beginnen. Unsere Formel ist A2-B1. Die beiden Buchstabe-Zahlpaare in der Formel bezeichnen wir als Adressreferenz, wobei der Name der Zelle als Adresse bezeichnet wird. Dadurch weiß die Tabellenkalkulation, dass wir die Werte von den referenzierten Adressen für die Multiplikation verwenden möchten. Unsere Formel beschreibt jetzt, dass die Zahl in der ersten Spalte der aktuellen Zeile mit der Zahl aus der ersten Zeile der aktuellen Spalte multipliziert werden soll. Das stimmt leider nur für den ersten Fall und wird beim automatischen Ausfüllen zu falschen Ergebnissen führen. Damit immer die Werte in der ersten Spalte mit den Werten in der ersten Zeile multipliziert werden, müssen wir die beiden Referenzen fixieren. Das machen wir mit Hilfe des Dollarzeichens vor dem fixierten Teil der Referenz. Also $A2 und $B1. Das Dollarzeichen in einer Adressreferenz bedeutet, dass beim Autoausfüllen der Wert hinter dem Dollarzeichen nicht verändert wird. In unserem Fall halten wir also für einen Multiplikator die Spalte und für den anderen die Zeile fest. Die Formel in der Zelle bezeichnen wir übrigens als Operation. Die Tabellenkalkulation zeigt uns immer den Ergebniswert der dahinterliegenden Operation an. Wir sehen jetzt, dass es Zellen gibt, die Werte und Operationen enthalten und Zellen, die nur Werte enthalten. Die erste Operation ist immer recht aufwendig. Wir machen uns aber die Arbeit, damit wir in der Folge Zeit sparen. Ab hier geht alles ganz schnell. Passen Sie also gut auf. Wir markieren unsere Zelle mit der Operation. Jetzt verwenden wir die Autoausfüllen-Funktion, indem wir mit der Maus nach rechts bis zur Spalte mit dem Wert 100 ziehen und dann die Maustaste loslassen.
Nun wiederholen wir diesen Schritt vertikal und lassen die markierte Zeile bis zur Zeile 100 automatisch ausfüllen. Jetzt haben wir eine Tabelle mit dem 1x1 von 1 bis 100. Kontrollieren wir stichprobenartig, ob die Formeln in der Tabelle unseren Vorgaben entsprechen. Stimmt, der erste Multiplikator verweist auf den Wert in der A-Spalte in dieser Zeile und der zweite auf die erste Zeile in der aktuellen Spalte. Auch die nächste Operation stimmt. Wieder verweist der erste Multiplikator auf den Wert in der A-Spalte dieser Zeile und der zweite auf die erste Zeile in der aktuellen Spalte. So schnell könnten wir eine solche Tabelle nicht von Hand erstellen. Fragen Sie sich zum Abschluss, warum ich im Beispiel nur die Zellen von 2 bis 100 kopiert und transponiert habe. Schreiben Sie Ihre Antwort unten in die Kommentare.